Indianer, Bauarbeiter, Ritter. Mit diesen drei fing alles an. 1974, mitten in Franken. Damals kam das Bauarbeiterset sogar noch mit einem Kasten Bier. Heute undenkbar. Gewehre und andere Waffen? Damals tabu. Dann haben die Kinder aber ganz massiv, also so geht's nicht. Ein Indianer ohne Messer oder ohne eine Winchester, na dann haben wir hier Zugeständnisse gemacht. Jahrzehntelang am Steuer des Unternehmens in Zirndorf, Horst Brandstetter, der Vater der kleinen Figuren. Im kunststoffverarbeitenden Familienbetrieb gibt er Anfang der 70er die Entwicklung eines Spielzeugsystems in Auftrag, das sich beliebig erweitern lässt. Aufgrund der Ölkrise sollte es rohstoffsparend sein. Playmobil war geboren und kam in den Kinderzimmern sofort gut an. Ich möchte die Krankenschwester und die Feuerwehr. Und ich die Bank und die Polizei. Klar, ich lasse mir Playmobil von meiner Omi schenken. Und ich bin Playmobil meiner Schwester. Kinder wollen Playmobil. Schnell kamen immer neue Spielewelten dazu. Piraten, Ritter, Feuerwehr und auch die Arbeitswelt der Bauarbeiter wurde modern. Statt Bier wird heute ein Laptop mitgeliefert. Und die Figuren bekommen neue Aufgaben, wie hier auf YouTube. Große Werke wie die Bibel, anschaulich erklärt. Dass das Äpfel sind. Oh, lecker. Adi, hier, probier auch mal. Und der macht natürlich, was seine Frau ihm sagt, isst was davon und bang, gehen ihm die Augen auf. Nein, wir sind ja nackt. Und da kommt Gott. Sag mal, es gab eine einzige Regel. Und er so, sie war's, die Schlange war's. Produziert werden die 7,5 cm großen Figuren nebst Zubehör in Mittelfranken und auf Malta. Jahrzehntelang gibt es für den Familienbetrieb nur einen Weg nach oben. Doch mit dem Tod des Firmenchefs Brandstetter 2015 gerät das Unternehmen ins Trudeln. Im vergangenen Geschäftsjahr schreibt der Spielzeughersteller erstmals Verluste. Es sollen 700 Stellen abgebaut werden. Etwa jeder sechste Mitarbeiter muss gehen. Wir haben eine bestimmte Zielgruppe gehabt. Das waren die 4- bis 10-jährigen Kinder. Aber in den letzten 5 bis 6 Jahren haben wir leider die 10- bis 9-jährigen verloren. Und somit ist unsere Zielgruppe halt um fast ein Drittel geschrumpft. Und das hat sich natürlich auch um unsere Umsätze dann natürlich bemerkbar gemacht. Playmobil will nun die Zielgruppen wieder erweitern. Mit Anime-Figuren und Sammlerstücken sollen Jugendliche und Erwachsene begeistert werden. Und für die Kleinsten wird die Playmobil-Serie 123 neu aufgelegt als Playmobil Junior, bestehend aus pflanzenbasierten Rohstoffen. Auch Kooperationen mit McDonald's und dem Deutschen Fußballbund hat das Unternehmen fürs Jubiläumsjahr am Start. Und so geben sich die Franken kämpferisch positiv mit ihren immer lächelnden Figuren.